Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, bei uns ist jetzt eigentlich der nächste Tag, ne? Nach der großen Zangl-Verkostung, dem großen Zangl-Special-Video. Wir stehen vom Rebezender beim Hannes um die Ecke. Das ist der Hannes. Moin. Ich habe mir jetzt mal hier diese Paulaner Spezi geholt aus der Kühlung, weil die ist mega frisch. Die bringt mich jetzt in den Tag und das ist Zero, ne? Habt ihr die schon mal probiert? Paulaner Spezi Zero. Schmeckt bestimmt überhaupt gar nicht, aber nimmt man mal mit, weil es gekühlt ist. Und das Zangl habe ich heute mir noch 5-mal durch den Körper gehen lassen. Also, man hat wirklich gemerkt, gestern Bierchen und Schaf und alles, diese Kombination ist einfach tödlich. Aber es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Wir machen das jetzt hier mal auf. Ich glaube, der Hannes verschickt schon wieder Bier per Post. Er stellt sich extra hier an den Postkasten, damit er das da reinknallt. Paulaner München. Paulaner Spezi, Paulaner München. Hannes, du bist ja total unvernünftig. Wie kannst du denn Bier trinken in der Öffentlichkeit? Gönn dir doch mal einen Paulaner. So. Aber das schmeckt gut. Und sei nicht immer so, Kamera geil. Hannes. Prost natürlich. Prost. Das Zero ist gut, aber. Ich weiß es nicht, das hoffe ich. Hatte ich jetzt Nutte gesagt? Also schmeckt interessant. Schmeckt irgendwie so wie eine Brausetablette. Ist durch die... Hannes, da guckt schon wieder der ganze Arsch raus. Also ist es doch wieder mal... Ja, ich fertig die Arme. Ach so, gut. Also ja, doch, Nutte, ich hab's doch gewusst. Die war früher ziemlich drogenabhängig und jetzt, seitdem sie die Tochter hat... Ey, man kann hier nichts machen. Ich bin 5-mal schon rausgekommen. Ja, egal. Die man nicht sehen darf, sind auch da, also muss ich es eh rausschneiden. Tschüss. Aber es schmeckt, glaube ich. Ich habe es mir schlechter vorgestellt. Als Erfrischung ist es auf jeden Fall richtig genial. Jetzt ist hier nicht mein Tasting mit drauf. Nö. Das ist München. So, wir sind jetzt kurz im Aldi angekommen. Auf dem Weg in die Innenstadt, auf dem Weg irgendwas zu essen zu suchen zum Mittag. Und was haben wir natürlich im Aldi mitgenommen? Was ist das Wichtigste, wenn ihr auf ein Menas Moos Konzert geht? Bananen! Deswegen haben wir jetzt 4 Bananen mitgenommen. Und Brezeln. Ach Mann, hau doch ab mit deinen scheiß Brezeln. Bananen! Prost! Soweit die Jungs so wunderbar vorbereitet sind, guckt euch mal den Himmel an. Weil die Jungs so wunderbar vorbereitet sind, waren wir jetzt in der Stadt, haben einen DM gesucht, diesen Drogeriemarkt, ja? Was war da denn los? Haben uns jetzt die Tickets ausgedruckt fürs Menas Moos Konzert. Das ist Vorbereitung. Da rennst du rum und suchst was, wo du was ausdrucken kannst. Und jetzt warten wir auf den Bus, weil eigentlich wollen wir zum Marienplatz fahren. Aber wir wollen ja eigentlich mal was zum Mittag essen. Und der Alex, wir nennen ihn einfach so, möchte nämlich irgendwo mal eine Pizza. Richtig schöne Münchner Pizza mit Weißwurst, süßen Senf und Brezen drauf. Das ist das, was er jetzt braucht. Da schäumt ja. Bier, ne? Das ist der Bierbauch, das ist der Brille Joe, das ist Hannes mit dem Schuldenbräu und hinten an seinem Fuß haben wir nämlich noch eins versteckt, das ist der Ramses. Und erstmal Prost. Prost. So, wir sind nur 3, der dachte wir sind 4, der hat falsch gelegen, X-Faktor, das Unfassbare. Also die Gaming-PCs, ohne bezahlt, die Komponenten, wenn du die einzeln kaufen würdest, würdest du irgendwie 300-400 Euro mehr bezahlen, als wie wenn du danach das komplette System holst bei Aldi. Ja. Also die Aldi-Rechner, die Gaming-PCs, die sind echt gut. Guck mal! Guck mal! Das ist ja 400-500 Euro. Und eine Guck mal! Nein, wir sind alle nüchtern, also lasst euch da nicht täuschen, ey. So, wir sind jetzt am Marienplatz angekommen. Kennt ihr noch den Fischbrunnen am Marienplatz? Das ist der Oschi hier. Guckt euch das an, dieses super klare Wasser. Das sieht verdammt köstlich aus. Hier haben wir uns damals eingetunkt. Hannes hat damals sogar auch mitgemacht. Hannes der Tunger ist im Tunger-Club eingetreten. Wir haben uns da ausgezogen, sind da reingesprungen, haben uns abgekühlt, kopfnass gemacht, haben da ein Musikvideo gedreht, alles hin und her, auf die dicken 3. Das war alles mit dabei. Das war so eine gute Zeit mit Hannes und Iswo. Iswo jetzt nicht dabei.
Eigentlich wollte man diesen Sommer auf die dicken 4 drehen, ist auch nichts geworden. Aber Hannes, ja. Hannes ist am Start, Hannes lebt immer noch. Guckt immer euch die Stirn an, guckt euch an, wie die Ader gleich platzt. Schon wieder. Das sieht man gerade nicht. Alles gut. So, die hauen jetzt alle hier ab. Wir sind jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier steht irgendwas von einem Restaurant. Ratskeller. Ich tue einfach mal so machen. Da stehen nämlich zwei Löwen. Und das sind Kinders. Und die werden die ganze Zeit fotografiert. Und die gehören alle dazu. Und die Jungs sind immer noch auf der Suche nach Nahrung. Guck mal. Guck dir mal ihn hier an. Das ist der Giovanni, ne? Das ist Giovanni, der hat eine ganz schwarze Nase dran. Das sieht doch süß aus. Wie die Schöne und das Biest, ne? Erinnert mich ein bisschen daran. Dann haben wir dazwischen eine Weinbottle und dann haben wir noch einen Kochlöwen. Jetzt hauen sie alle ab, wir gehen mal kurz rüber. Das ist der Kochlöwe. Sieht ein bisschen beschädigt aus, aber der hat auch hier Ratskeller München als Schleichwerbung. Ich glaube, hier wollen die gerade essen gehen oder so irgendwas. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, wie das hier aussieht. Das ist groß, das ist brachial, das ist München, ja. Taubsi! Ey, du rennst gerade nicht weg. Och Mann! Die haben wir fast erwischt. 50.000 Euro. Okay. Zack. Hier ist auf jeden Fall so ein Zaun. Und hier heißt es nämlich, bitte Zufahrt frei halten, dass wenn die mit dem Auto dann hier reinfahren, Sie dieses Bild hier sehen, seht ihr das? Das ist Jesus. Das ist Dani der Dicke. Der möchte ja Jesus werden irgendwann mal. Und das ist eine Schüssel Samyang. Das ist auf jeden Fall was Besonderes, glaube ich. Wenn du Dani der Dicke bist, dann schreib es mal in die Kommentare. Der heißt ja jetzt gar nicht mehr Dani Glaubt. Der heißt jetzt Dani Schraub. Der macht jetzt Kfz-Videos, ne? Da fühlt er sich wieder angesprochen. Ja, immer. Klar. Ich bin blind, jetzt ich sehe nichts. Baue eine Brille. Ich höre euch nur. der hat sogar Augen. Das wusste ich bis jetzt gar nicht. Okay, Hannes, ich traue mich jetzt hier rein. Ja. Wenn du möchtest, kannst du hier oben warten und dann. Ja, ich warte. Oha. Toilette gefunden. So. Der Hannes war gerade austreten, Ramses, der muss auch mal. Guck mal! Ach du Scheiße, guck dir das mal an. Das erinnert mich an Terminator, die Erlösung. Das ist das, das hat der Hannes zu Hause auch an der Hauswand, im Zimmer. Das ist deine Geburtsurkunde, Alter, die Kunde. Das ist die Geburtsurkunde? Ja, die habe ich noch nie gesehen. Das sieht auf jeden Fall sehr spezial aus. Hannes, hast du das schon mal gesehen? Ja. Hannes, bist du der Hannes? Ich kenne es, ja, ich bin es. Wie, du bist genau. Der Kennes? Kennes. Ich bin der Kennes. Jetzt neu. Ramses, ja. Und Kennes, genau. Bereisen die Welt. Richtig. Das ist Hannes. Ja. Ich bin Kennes. Genau. So, wir haben jetzt den weiblichen Weihnachtsmann gesehen. Der läuft nämlich gerade hier vorbei. Und das ist was, wie heißt's? Die Michael Church. Also Michaelskirche. Der Michael Church. Ja. Das ist die Michaelskirche. Das sieht aus wie ein Wolkenkratzer. Sieht auf jeden Fall richtig heftig aus und überhaupt und keine Ahnung. So, wir haben jetzt hier Loden frei gefunden, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Alex hat die ganze Zeit gesagt, er möchte mal hier hin, er möchte mal hier rein, weil er kennt das irgendwie. Er ist schon wieder zurück, okay. Warum wolltest du da hin? Bleib mal hier, Monsieur. Warum wolltest du da hin, weil das was ist? Erklär uns mal, was Loden frei ist. Ja, lohnfrei kenne ich ja nicht so weiter. Ich weiß nur, dass es eine Mode-Label ist irgendwie. Aber das Ding ist halt, wir tun dafür Etiketten produzieren. Und es ist jetzt das erste Mal, dass ich in irgendeinem Laden war, wo ich dann nachher wirklich sehe, wo die Etiketten dann nachher an den Klamotten dranhängen. Und so. Das ist schon ein bisschen faszinierend halt. Die haben wir produziert. Wollt ihr auch sehen, wo die Etiketten an den Klamotten dranhängen? Guckt euch das mal an. Das ist die lohnfreie Collection. Seht ihr das? Ja, das ist interessant. Halt, Leute. Das sieht gut aus. Das war's schon. Das ist die Junior Collection. Ihr seht hier so, so eine grüne Hose, Pistazienfarben und so ein Pistazien-Shirt. Wenn wir jetzt auf die Preise gucken, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Stone Island Junior Sweatshirt, 179,50 Euro. Jetzt im Sonderangebot für 129 Euro. Stone Island Junior Jogging Hose statt 145 nur 99,90 Euro. Würdet ihr 100 Euro für die
diese Hose ausgeben für euer Kind, ist ja Junior, da passt hier eh nicht rein. Schreibt's mal in die Kommentare. Was ist denn? 1500 Euro, die pisse ich! Du bist der Löwenbräumann. Du hast sowieso schon wieder. Was ist denn das hier? Das sieht gut aus. Ja, bei 1500 Würdet ihr 100 Euro für dieses T-Shirt ausgeben oder für diese Hose? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist billiger, ne? Guck mal! Haben wir unser Restaurant? Das ist der Hannes. Und das ist die kesselfrische Weißwurst. Ja. Da freut er sich hier. Da hat ein Labrador an der Leine, du. Ja, das sind die frische Weißwurst zusammen. Du. Frische Weißwurst. Hey, du. Ja, ich. Du. Ich. Münchner Bier, Brotzeit, Stüberl. Die Jungs sind schon den ganzen Tag unterwegs und suchen eigentlich nur Essen. Wir haben es bisher nicht geschafft. Die Zeit rennt uns davon. Wir müssen eigentlich 17 Uhr zurückfahren. Dass wir eine Stunde zurückfahren, die Sachen ablagern und dann wieder eine Stunde hinfahren, weil ab 19 Uhr ist Einlass beim Konzert. 20 Uhr geht's los. Wir wollen ja am Start sein. Es ist 16.10 Uhr. Wir müssen also jetzt eigentlich unbedingt was zu essen suchen und mal Frühstück machen. Um 16.10 Uhr ist das eure Frühstückszeit. Schreibt es mir in die Kommentare. Hannes ist schon wieder weg. Hannes ist ganz woanders, auf einem ganz anderen Planeten. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier rein können, da vielleicht irgendwas essen können, was trinken. Muss ja sein, ne? Kann man ja mal mitnehmen. Und alles, was davor war, ist cut. Verstreicht das, das gibt's gar nicht mehr. Wir sind jetzt hier. Das sind die Jungs, das ist der Hannes. Moin! Sieht aus wie bei der Goldenen Meile. Guck. Ja, fast. Das ist der Alex, guck. Ja, ey, ne. Das ist der Special Guest, ne? Guck. Das ist sein Penis. Der raucht! Die Sau! Chop! Ja, so kleines. Wir haben es jetzt extra geschafft, Mittag zu essen. Das ist die Haxe vorher. Das ist die Haxe nachher. Und das sind Bratwürste mit Pommes, ne? Das sind Nürnberger. Nürnberger. Ist das keine Bratwurst oder was? Das sind Nürnberger. Ist das was anderes? Was anderes, ja. Das ist aromatischer. Und der Hannes hat einen Wurstsalat. Bayerischen. Der Hannes ist nämlich der Beste. Am bayerischen Wurstsalat. Da kann man doch bestimmt mal von den Leuten, die vorher da waren, was abkrabbeln und mal probieren, weil das ist ja richtig eklig und so. Guck mal, was ist denn das? Kann man das essen? Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt delicious. Schmeckt ein bisschen wie Brathähnchen. Was? Willst du? Ach so. Ja, ja. Warte mal, guck mal. Am Wurstsalat, am bayerischen Wurstsalat. Der ist kalt, der ist würzig. Der zwiebelt. Wie teuer war der? 8,50. Aber 8,50 Euro hätte ich dafür niemals bezahlt. Einfach nur so ein bisschen Tellerzeug. Da gab es damals im Netto gab's Wurstsalat, bayerischen Wurstsalat. Für 1,50 Euro oder so, da hast du eine ganze Plastikschale voll gehabt. Auch so essigscharf mit Wurst drin und anderem Zeug. Das war genial. Da konntet ihr das Feeling nach Hause bringen. Generell, wo sitzen wir hier eigentlich gerade im? Am Viktualienmarkt. Am Viktualienmarkt. Und guckt mal, wie das hier aussieht. Das ist hinter uns. Hier sind überall Leute. Es ist so unglaublich voll. Das ist so laut, du denkst, hier ist Oktoberfest oder irgendwas, also das ist immer so den ganzen Tag. Da drüben ist Nordsee, da hat Ismut damals gegessen. Aber wir hauen uns jetzt hier diese Würstel rein, die Nürnberger. Nicht, dass der Alex sich wieder beschwert. Ja, das ist die erste Grillhaxe hier, was ich mein Leben esse. Ey. Und das ist geil. Nürnberger. Nürnberger Grillhaxe, guck. So, nicht erschrecken, ich bin's nur. Ich bin gerade am Videoschneiden von dem Vlog und ich habe mir gedacht, ich möchte das trotzdem nochmal teilen. Das wäre insgesamt eine halbe Stunde gegangen. Aber jetzt käme der Punkt, wo wir zum Konzert kommen, auf das Konzert gehen, ganz viel Konzert. Und nach dem Konzert ist am nächsten Tag auch noch die Heimreise und so weiter. Wir werden das Konzert jetzt überspringen. Ich zeige euch, wie es nach dem Konzert weiterging, wie wir heimgereist sind und auch ich mein Geburtstagsgeschenk entgegengenommen habe. Damit wird der Vlog dann hier beendet auch. Am Ende. Und das Stück Konzert werde ich als extra Video hochladen, dass man direkt das Menas Moos Konzert so sieht und es wirklich nur darum geht. Und ja, das wird also drei Premieren geben. Einmal vom ersten Tag mit Zange, einmal Rest vom Vlog, wo wir zum Konzert sind und zurück und einmal das Konzert an sich. Freitag, Samstag, Sonntag, wenn ich das alles hinkriege. Das nur als Info. Jetzt also
waren wir auf dem Konzert. Und jetzt geht's weiter mit dem Tag nach dem Konzert. So, wir sind zurück. Der nächste Tag ist der nächste Tag. Ich habe gar keine Stimme mehr. Ich kann gar nicht mehr reden. Das ist der Riese. Den kennt ihr aber schon. Den haben wir euch schon mal gezeigt, ne? Der hat hier so Fusseln am Bein. Das ist der Sack, das ist der Ramses. Und guck mal die Schuhe an. Die sind total dreckig. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Die sind auf jeden Fall dreckig. Weiß nicht, was der Hannes wieder gemacht hat. Wir haben die Ninja Turtles besucht. Und seitdem sind die so dreckig und die Stimme ist auch kaputt. Wenn ihr das hört. Wir sind jetzt auf dem Rückweg nach Hildburghausen. Ich habe Geburtstag und Nacht. Tschüss. Wir sind jetzt in Grimmtal angekommen, gleich zu Hause. Und pass mal auf, wer da steht. Ihr werdet es nicht glauben. Der Thomas ist da. Alles Gute. Alles Gute. Die Jungs da werden jetzt gleich noch in den falschen Zug und werden wieder woanders hin. So, das ist nämlich der Stargast hier fürs Wochenende jetzt. Guck mal, der Thomas hat sogar was mitgebracht. Der Thomas ist nämlich ein kleines Bärchen und Schleckermäulchen und hat einen Honigtopf mitgebracht. Mit Leberwurst drin. Für Männer. Er nimmt immer sein Leberwurstglas mit für unterwegs. Wenn es mal wieder länger dauert, schnappt er einen Leberwursttopf. Sind wir ja eingesperrt, ausgesperrt. Ah. Adi Schatz, Adi Schatz. Adi, ja dann mach. Du kannst, du stehst doch in der Tür. Du geh doch gar nicht. Bibi, ja, geh schnell wieder rein, weil das sind nämlich die ganzen komischen Menschen und haben Angst und deswegen. Hier ist es aber dunkel, mein Gott. Adi Schatz! Adi Schatz! Guck mal, ich leuchte! Ja, Adi, wir gucken jetzt mal in der Küche, was da drin ist. So. Oha. Peter, ist es hell. Adi Schatz! Was ist denn das? Woher hast denn du jetzt die komischen Dinger da? Zum Geburtstag! Okay, hallo. Und wieder rein in die Suppe, zack. Nee, dann Lebensessen. Nein, wo hast denn du jetzt diese komischen Nudeln her? Ja. Die haben wir doch in Berlin gesehen. Mhm. Was ist denn das? Das sind Bastarde. Bastarde, okay. Ich bin extra noch mal hochgefahren, ja. Nudeln. Das sieht ja cool aus. Caramucho. Ja, das ist jetzt Geburtstagsgeschenk von Pupsi. Und wenn ihr nicht wisst, wie alt ich eigentlich bin, da steht's 3. Adi, Schatz, so alt bist du auch, gell? 3 Jahre alt. Und irgendwann wirst du 4. Und das gehört irgendwie noch damit dazu. Ach man, da hat alles kaputt gemacht. Guck. Böse, Mietz, böse. Ja, beiß mal in den Ballon rein. Gut, ich glaube, das war's im Endeffekt dann auch mit dem Vlog irgendwas. Ich habe gar keine Ahnung, wie man das alles zusammenschneidet. Das war das ganze Berlin-Wochenende. Das war das ganze München-Wochenende. Das ist der Adi und der freut sich. Und das ist unser Superband. Sieht aus wie deine Füße. Jetzt ist das vom Go-Fest weg und jetzt haben wir das Minas Moosband. Genau. So. Will noch jemand was sagen? Nee, gell? Ja. Dann Peace out, Vorhaut, euer Adi-Schatz. Adi! Ja?